Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es echt ein geiles Video, Leute. Es hat echt Bock gemacht beim Aufnehmen. Und wenn ihr Bock habt, kann ich das Ganze gerne noch mit anderen Vereinen machen, ja? Das müsst ihr allerdings jetzt mal an den Likes zeigen, ja? Also lasst alle mal ein Like da. Eskaliert mal, wenn ihr es öfter sehen wollt. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Täglich 14.30 Uhr und 18 Uhr hier auf meinem Kanal einschalten. Neues Video außer Samstag und Sonntags. Da immer um 9 Uhr, Samstag und Sonntags und um 18 Uhr, ja? Wenn ihr Bescheid wisst, aber ihr kennt es ja. Und heute machen wir eine Challenge. Und zwar die Football-Challenge, in der wir alle Dortmund-Spieler mitnehmen, die es in FIFA 19 geben würde, wenn Dortmund keinen verkauft hätte, ja, das heißt Aubameyang, Lewandowski und so weiter und so fort. Richtig geile Challenge, wenn ihr es ganz neu mit anderen Vereinen sehen wollt, ja, was weiß ich, Real Madrid, Bayern, Barca, Juve, keine Ahnung, dann schreibt es gerne mal jetzt in die Kommentare und machen wir es gerne noch mit anderen Vereinen, ja, weil es ist eigentlich ein echt geiles Video geworden, eine geile Challenge, da kann man echt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, wie die Vereine jetzt in FIFA 19 aussehen könnten, wenn sie keinen Spieler verkauft hätten, ja. Also, lasst gerne ein Like da, wenn ihr es öfter sehen wollt mit anderen Vereinen und in die Kommentare schreiben. Bleibt bis zum Schluss dran, wir starten ins Video. Let's go. Ich würde sagen, wir nehmen Marco Reus mit, Leute. Wir wollten ja mal die potenzielle Dortmund-Mannschaft für FIFA 19 bauen. Marco Reus gehört natürlich dazu. Ich hoffe, dass er sich wirklich nicht verletzt diese Saison, ja. Das wäre echt geil, weil, wie gesagt, der darf sich nicht verletzen. Weil dann wird es wirklich, glaube ich, eine richtig, richtig spannende Saison. So wie ich es jetzt nach den ersten Spielen eingeschätzt habe, könnte es echt eine spannende Saison zwischen Bayern und Dortmund werden, ja. Aber wir schauen mal, ob wir hier noch ein paar potenzielle Spieler bekommen. Witzel wäre geil als neuer Afro-Kopf. Wäre absolut genial. Oh, Ousmane Dembélé. Der ist, glaube ich, auf alle Dortmund-Fans nicht gerade gut anzusprechen. Wir nehmen ihn trotzdem mal mit, um ein bisschen zu provozieren. Wir müssen ja hier die Dortmund-Fans ein bisschen provozieren. Wir nehmen echt mal Dembélé mit. Ey, Ex-Dortmund-Spieler, Mann. Muss auch dazu. Komm, let's go. Dembélé ist am Start. Hat, muss man sagen, jetzt auch einen guten Saisonstart gehabt. Ja, also kam ja schon, muss man sagen, die letzte Saison war lang verletzt. Aber auch nach der Verletzung nicht so wirklich rein. Und alle Dortmund-Fans haben ja schon so gedacht, ja, haben sie ihm auch ein bisschen gegönnt. Muss man auch ehrlich sein, ja. Konnte man ja auch, weil es war echt eine asoziale Aktion von Dembélé. Aber Leute, man muss auch mal vergeben, ja. Man muss auch mal vergeben. Die Sache ist jetzt schon länger her, deswegen man muss jetzt auch mal vergeben. Und diese Saison hat auf jeden Fall die ersten zwei Spiele stark gespielt, muss man sagen. Mal schauen, wie es weitergeht, ne. Okay, wir haben Vertonghen, wir haben De Vrij, wir haben Acerbi. Und Rüdiger. Rüdiger ist auch im Start. Wir nehmen Vertonghen mit, Leute. Ihr wisst es wie immer, checkt mal gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Camouflage-Sachen. Gibt es in Blau, gibt es in Rot, in Grün, natürlich auch noch. Und in Grau, genau. In allen vier Farben, als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Link zu meinem Shop ist wie immer oben in der Beschreibung. Ist erst verlinkt. Gratis Autogrammkarte. Gibt es auch wie immer dazu, zu jeder Bestellung. Natürlich gratis und ab 35 Euro Bestellwert. Gibt es die blaue Camouflage-Nice-Tasse gratis in meinem Shop zu jeder Bestellung dazu. Ja, also gerne abchecken, wer darauf Bock hat. Danke an jeden für euren Support. Limitiert, nur solange er vorher reicht. Also bald durch, falls ihr ihn haben wollt. Ihr seid die Besten. Ich küsse euren Nacken. Weiter geht's mit Witzel. Komm, bitte hau den Afro-Witzel raus. Ah, scheiße, Mann. Okay, Parejo. Also Witzel, ich bin gespannt, ne? Witzel wirklich die ersten Spieler, DFB-Pokal und erstes Bundesligaspiel, so krass gespielt. Aber das ist immer dasselbe, Leute. Das ist eigentlich immer dasselbe bei den Neuzugängen, ja? Immer. Die gehen die ersten Spiele so ab und gegen Ende der Saison, was heißt gegen Ende, dann irgendwann werden sie ein bisschen schwächer, lassen ein bisschen nach, ja. Und das muss man dann schauen, ja, ob er sich, wenn er weiterhin so spielt wie jetzt, dann Respekt, Mann, ganz ehrlich, absolut krasser Transfer dann gewesen. Oh, Sergio Ramos, oh, wir haben Boateng vom FC Bayern, läuft bei uns, aber Sergio Ramos als Team of the Year ist natürlich nicht schlecht, würde ich sagen. Nehmen wir mal mit, ja, Ramos. Team of the Year ist nice, aber wir haben noch eine Dortmund-Karte bislang und ich will noch ein paar haben hier, beziehungsweise eine Ex-Dortmund-Karte noch. Also, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, weil ich habe mir so gedacht, wo der Transfer mit Witzel kam, habe ich mir so gedacht, Alter, ist das euer Scheiß-Ernst? Oh, Arrizabalaga, ey, ist Zungenbrecher hoch 10, Alter, einfach Kepa sagen, sein Spitzname hier, beziehungsweise sein erster Name, aber nice, Mann, neue Karte und der Link sogar, nehmen wir mal mit. Capinos gewechselt mittlerweile zu Werder. Also, wie gesagt, ich dachte am Anfang der Transfer mit Witzel, ich denke mir so, Alter, warum fangen jetzt alle an? Barcelona hat damit ja, muss man sagen, angefangen. Ich habe mir gedacht, warum fangen jetzt alle an, die ganzen
Spiele aus China wieder zurückzuholen. Da habe ich mir gedacht, warum? Warum macht man das? Warum holt man die ganzen Spiele aus China wieder zurück? Ja, keine Ahnung, weil ich habe mir gedacht, ey, die haben doch da, die spielen dagegen teilweise Mannschaften, wo die einfach nicht gefordert werden. Das ist wie bei uns vielleicht vierte oder fünfte Liga oder so teilweise. Da denke ich mir so, ey, die Spieler, die können doch niemals dieses Niveau wieder mithalten. Aber bei Paulinho hat es geklappt, bei Barca und bei Witzel, wie es jetzt bislang aussieht, anscheinend auch, ja. Also, okay, Witzel auch eine gute WM gespielt, ja, von daher war das natürlich nochmal was anderes als mit Paulinho. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das ist die Frage, wie lange er noch so auf dem Niveau weiterspielen wird. Wir haben ihn leider nicht bekommen. Naja, wir machen weiter auf der Stürmerposition mit Lewandowski. Aber wir haben auch die Man of the Match Card von Cristiano Ronaldo, auch nicht schlecht. Aber wir sollten jetzt mal hier ein paar Bundesligaspieler mitnehmen. Von daher Lewandowski auch natürlich als Ex-Dortmund-Karte. Also ganz ehrlich, wenn Dortmund, ne, diese ganzen Spieler nicht verkauft hätten. Alter, was hätten die jetzt in FIFA 19 für ein Team? Reus, Lewandowski, Dembélé, wir haben die noch abgegeben. Aubameyang, ey, was hätten die für ein Team in FIFA 19, wenn die diese ganzen Spieler nicht abgegeben hätten? Das wäre so krank, ne? Junge, 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 die hätten so eine kranke Mannschaft. Aber das ist es halt immer, ne? Im Endeffekt, ja, werden die Spieler dann doch abgegeben. Dortmund natürlich auch kaum eine Chance, da muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Was willst du machen, wenn dann irgendwie eine größere Mannschaft kommt wie der FC Bayern oder natürlich wie irgendwie eine andere internationale Mannschaft? Was willst du da machen? Ganz ehrlich, da hast du keine Chance. Da musst du die Spieler halt einfach abgeben. Ist halt einfach so, ne? Weil ihr seht es, wenn du die Spieler nicht abgibst, passiert das wie mit Dembélé und Aubameyang. Kommen einfach nicht mehr zum Training, juckt die nicht. Das juckt die einfach gar nicht. Die kommen nicht mehr zum Training, ey. Ey, so muss es sein. Okay, weiter geht's mit diesen vier Spielern. Eigentlich broke. Wir haben nichts so wirklich Gutes. Wir nehmen mal Cristiano Ronaldo mit. Okay, also Reus ist am Start. Lewandowski und Dembélé als Ex-Dortmund-Card. Schauen wir doch mal, ob wir noch ein paar Ex-Dortmund-Spieler bekommen oder ein paar aktuelle Dortmund-Spieler. Weil wir hier das Team... Oh, Inouye ist nach Betis Sevilla gegangen. Weil wir hier das Team, das mögliche FIFA 19-Team nachstellen wollen, wenn wirklich in Sachen Transfers bei Dortmund nicht viel passiert wäre und die ganzen Spieler jetzt noch da wären. Das wäre echt heftig. Lukaku und Jordi Alba, von denen war keiner mal bei Dortmund. Wäre auch zu schön gewesen. Lukaku nehmen wir mit. Okay, weiter geht's. Drei Spiele haben wir noch. Come on, Muslera. Kimmich, Max, Ndombele. Kimmich können wir mitnehmen. Max können wir mitnehmen. Von denen war keiner bei Dortmund. Okay, oder Max? Warte mal. Nein, der war nicht bei Dortmund. Ich glaube, der ist schon relativ lange auch bei Augsburg. Ja, wir nehmen mal Kimmich mit. Weiter geht's. Zwei Spieler noch auf der Reservebank. Neymar, der war mal bei Dortmund auf jeden Fall. Neymar, der Typ ist so eine Legende, ne? Der sieht einfach wirklich aus. Mein Bruder meinte letztens, der sieht aus wie ein Pizzaverkäufer. Der sieht echt ein bisschen aus wie ein Pizzaverkäufer, ey. Geiler Typ auf jeden Fall. Was ist das für ein Bild? Der chillt so richtig in so einer gechillten Pose, so einfach quer. Weißt du, jeder Spieler steht so gerade und der chillt sich einfach so quer dahin. Juckt den nicht. Wie kann man so fresh sein, Alter? Hashtag fresher Typ in die Kommentare. Wir nehmen Neymar mit. Bringt ja nichts. Nichts gehabt, ne? Also von daher. Eigentlich scheißegal. Oudidavi, Varane. Aubameyang, da haben wir einen weiteren Ex-Dortmund-Spieler. Aubameyang wäre auch in FIFA 19 noch am Start, wenn er nicht gewechselt wäre zu Arsenal. Varane haben wir noch. Oudidavi jetzt als Stuttgart-Transfer. Wir nehmen Aubameyang mit. Zack, da kommt er hier rein. Okay, also das... Alter, guckt euch diesen Sturm an, Mann. Was ist das für ein Sturm, bitte? Ey, hätte Dortmund die Spieler nicht verkauft, alle. Was wäre das für ein Sturm, ey? Junge, Junge, ich kack mir gerade in die Hose. Ich glaub's nicht, ey. Reus da noch. Ey. Das ist. Ach du Scheiße, will ich gar nicht dran denken, Alter, was das für eine Mannschaft war. Coman haben wir am Start. Bayern-Spieler. Courtois. Coman ja jetzt wieder richtig lange verletzt. Ey, so bitter, ne? Junge, der war einfach die ganze Rückrunde verletzt. Dann kam der kurz vor der WM, war langsam wieder fit. Nicht mehr zur WM gedurft. Frankreich Weltmeister geworden ohne ihn. Absolut bitter. Ja, der wäre sonst dabei gewesen. Wäre jetzt Weltmeister. Absolut bitter schon. Dann kommt er wieder zurück, erster Spieltag, direkt wieder verletzt, fällt jetzt wieder für, also keine Ahnung, hat irgendwas wieder, irgendein so eine Mosesbandabriss oder so im Sprunggelenk. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder 2-3 Monate fehlen oder so. Absolut bitter, wir nehmen mal Courtois mit. Ey, absolut bitter für den. Ich rede die ganze Zeit hier so eine sentimentale Story und dann nehme ich auf einmal Courtois mit, juckt mich auch nicht. Shakiri haben wir am Start, Bayern-Spieler, Ex-Bayern-Spieler und Timo Werner ist am Start. Ja, ist ja scheißegal, wir nehmen mal Werner mit. War natürlich nicht bei Dortmund, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Rakitic haben wir am Start. Ex-Schalke-Spieler. Das waren schon teilweise echt früher geile Spieler in der Bundesliga, ne? Das ist schon echt heftig, Mann. Ja, können wir auch mal machen. So ein altes Bundesliga-Team. Er war auch ganz fresh, oder? So mit Rakitic, Toni Kroos,
Aubameyang auch, wer ist noch so gewechselt? Ey, da hat er echt, waren echt ein paar geile Spieler dabei. Dembélé natürlich jetzt. Okay, vier Spieler haben wir noch. Come on, vielleicht noch einen aktuellen Dortmund-Spieler. James, Isco. Boah, Isco 97er, ey. Ich kacke mir auch da schon wieder in die Hose, so eine kranke Karte. Das Ding ist, diese Path to Glory-Karte, die hatte am Anfang, glaube ich, 88, ne? Und war, glaube ich, so 150k wert. Oder 100k. Jetzt hat er eine 97, ist, glaube ich, 450k wert. Hätten wir den damals geholt? 10 Stück davon, wäre nicht schlecht gewesen. Gute Anlage. Wir nehmen auch James mit, da haben wir noch einen Bayern-Spieler. Aber bringt uns jetzt auch nicht wirklich so viel. Team of the Season, James auch gar nicht so unselten. Der ist relativ selten im Draft, muss ich sagen. Plattenhard ist am Start, nehmen wir mit. Okay, zwei Spieler noch. Let's go. Mbappé, Stones, Gönül, Diego Carlos. Stones mit hier, ne? Okay, letzter Spieler, der Torhüter. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie was. Ter Stegen haben wir. Gladbach-Spieler. Ja, Ter Stegen auch so ein Spieler. Wäre der noch in der Bundesliga, wäre so heftig. Aber ist er nicht. Schade. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Ter Stegen mit. Also in Sachen Chemie sieht es wieder absolut Katastrophe aus. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Wir nehmen da Ter Stegen mit. Ja, der bringt, der bringt nicht viel mehr als Kepa. Na egal, scheiß drauf. Also das ist unser Team. In Sachen Chemie, wie gesagt, Katastrophe. Aber ich bin ja jetzt auch nicht hier wirklich darauf aus gewesen, irgendwie auf Chemie zu kommen. Aber von daher, ja, war es ja klar, sage ich jetzt mal, dass hier nicht gerade die beste Chemie bei rumspringen wird, Leute. Aber das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Also ein kleines Dortmund-Team oder wie es aussehen könnte in FIFA 19, wenn Dortmund wirklich diese Spieler alle nicht verkauft hätte. Das wäre absolut krank, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr es ganz öfter sehen wollt, vielleicht noch mit anderen Mannschaften, können wir gerne mal machen, weil es ist interessant, so ein bisschen in der Vergangenheit hier zu kramen von den Teams. Also lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr noch Bock habt, könnt ihr jetzt noch gerne meinen Shop auschecken. Für die Camouflage-Sachen gibt es in Blau, gibt es in Rot, gibt es in Grün und in Grau. In allen vier Farben als T-Shirt erhältlich und als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Link zu meinem Shop wie immer als erstes oben in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich gibt es auch wie immer zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu von mir persönlich unterschrieben. Und ihr wisst es, als Special ab 35 Euro Bestellwert in meinem Shop gibt es hier die blaue Camouflage Nice Tasse gratis zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken, falls ihr auch Bock habt. Limitiert, nur solange der Vorrat reicht. Also abchecken lohnt sich. Danke für euren Support. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.